Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute etwas über die geistige Welt erzählen, über das Channeln und meinen Channel-Abend, den ich anbiete. Ja, fangen wir mit der geistigen Welt an. Was ist die geistige Welt? Vielleicht hat nicht jeder von euch eine Vorstellung davon. Die geistige Welt ist eine Welt, die man mit unseren normalen Sinnen, mit unseren normalen Augen nicht wahrnehmen kann. Es gibt extra Sinne, wenn wir auf die Welt kommen, sind all diese Sinne noch geöffnet und die Kinder können diese andere Welt meist noch erspüren und wahrnehmen. Oft ist es so, dass die Umwelt dann einwirkt und sagt, ach nein, das stimmt nicht, du bildest dir das ein und damit werden diese Kanäle überlagert. Aber grundsätzlich hat jeder diese Fähigkeit. Wenn diese Kanäle geöffnet sind, nehmen wir die geistige Welt wahr. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, solange ich denken kann, habe ich mich mit Gott, mit der Quelle, ich habe es damals Gott genannt, unterhalten. Ganz normal, so wie du und ich, wie wir ein Gespräch führen würden. Ich habe erzählt und Gott hat geantwortet. Ganz normal. Eigentlich ist das normal. Diese Fähigkeit ist im Laufe meines Lebens in den Hintergrund getreten und wurde durch, ich sag mal, krasse Begebenheiten in meinem Leben wieder erweckt. Ja, der Kontakt wurde erneut hergestellt, viel präsenter, noch viel intensiver. Der Kontakt zu Gott, zur geistigen Welt. Die geistige Welt ist Gott. Es gibt da keinen Unterschied. Gott drückt sich über die geistige Welt, über uns aus. Du bist Gott, ich bin Gott. Gott zeigt sich in allem, was ist. Die geistige Welt sind, wie soll ich sagen, einzelne Energieformen. Es gibt aufgestiegene Meister, es gibt Engel, es gibt Lichtwesen, es gibt da ganz viele Wesen. Und ja, einige dieser Wesen sind immer um mich herum. Einer davon ist Mahavatar Babaji. Vielleicht kennt ihr ihn aus dem Buch Die Autobiografie eines Yogi. Babaji begleitet mich seit langer Zeit sehr intensiv. Berät mich, leitet mich, begleitet mich durchs Leben. Unterstützt mich bei meiner Arbeit mit Klienten, aber auch mit der Schule des Lichts. Da wirkt er ganz besonders. Und es ist spannend, mit ihm in Kontakt zu treten. Ja, die göttliche Mutter ist an meiner Seite so wie Jesus. An einem Channel-Abend könnt ihr, wenn ihr daran Interesse habt, mit diesen Wesenheiten in Verbindung treten, über mich. Ich nehme Kontakt auf, zum Beispiel mit Babaji, und Babaji spricht durch mich. Er kann natürlich in mannigfaltiger Form Kontakt zu jedem aufnehmen, aber es ist eine Möglichkeit, die er nutzt. An einem Channel-Abend könnt ihr Fragen stellen, egal zu welchem Thema, es ist vollkommen egal, was euch bewegt. Manchmal ist es auch schön, wenn man gar nicht weiß, was man fragen soll, sich einfach etwas schenken lassen. Die geistige Welt wird zu dir sprechen, wird dir sagen, was in deinem Leben vielleicht im Moment so ist, wo du stehst, was auch immer. Meistens gibt es auch noch eine Botschaft für die Gruppe. Alle, die da zusammenkommen, kommen nicht einfach so zusammen, sondern es ist eine Absprache auf Seelenebene. Und es wird immer etwas sich in dieser Gruppe bewegen an einem Channel-Abend. Aber auch für jeden Einzelnen natürlich. Während ich channele, wird auch durch mich energetisch gearbeitet. Und es wird an deinem Problem gearbeitet, sowie darüber hinaus. Du wirst sehen, es wird sich einiges bewegen. Der ganze Abend ist sehr bewegend immer. Die Menschen sind ja tief berührt
wenn sie in Kontakt treten mit der geistigen Welt. Denn die geistige Welt kennt dich so, wie dich sonst niemand kennt, sieht dich so, wie dich sonst niemand sieht. Ja, also es ist spannend und sehr berührend. Ich lade euch ein, mal an so einem Abend vielleicht teilzunehmen. Wenn du noch weitere Informationen dazu brauchst, findest du die auf meiner Website www.devi-ma.de. Da gibt es extra eine Rubrik Channel-Abend. Ich würde mich freuen, wenn du Interesse an dem Abend hast und einfach mal ausprobierst und dich berühren lässt von der geistigen Welt. Das war's soweit. Ich wünsche euch alles Gute und vielleicht bis dann. Tschüss!